Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 15.07.2014, 9.51 Uhr, ganz genau. Der DAX startet mehr oder weniger unverändert, wenig Impulse hier am deutschen Leitindex. Der Nasdaq kann sein Hoch aktuell noch halten. Besonders schwach zeigt sich der australische Dollar, was wir unter anderem am britisch Pfund australisch Dollar zeigen werden. Und Gold kann sich letztendlich hier leicht stabilisieren nach den durchaus verlustreichen Stunden des Montages. Was steht heute an? Wir haben eine Bandbreite an wichtigen Daten, habe ich Ihnen wie gewohnt jetzt hier immer links mitgebracht. Und wie man schon sieht, wir hatten das Notenbankprotokoll und die Neuwagenverkäufe um 3.30 Uhr aus Australien. Viel wichtiger wird aber jetzt, was wird noch passieren? Nämlich um 10.30 Uhr kommt immer so ein, am Dienstag immer so ein Block, so ein Viererblock, so merke ich mir den immer. Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Einzelhandelspreise und der Hauspreisindex. An sich sind diese vier Daten, wenn die so gesehen einzeln veröffentlicht werden, nicht ganz so auswirkend auf den britischen Pfund. Aber da sie hier alle so gesehen als Paket, als Bündel veröffentlicht werden, kann sich das schon auswirken, weil es im Prinzip gleichzeitig im Prinzip funktioniert. ZEW ganz klar, Euro bzw. DAX. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das Überraschungspotenzial mittlerweile weniger geworden ist, beziehungsweise dass konkreter gesagt die Ausschläge, die Reaktion der Basiswerte auf die Veröffentlichungen. Wichtiger wird dann sein, und das ist in Rot hier für Sie markiert, 14.30 Uhr Importpreise, Einzelhandelsumsatz, Empire State Index und um 16 Uhr nochmal die Senatsanhörung der FED-Chefin. Also hier können um 14.30 Uhr durchaus nochmal Bewegungen auftreten, die durch die Nachrichten hier verursacht werden oder als Reaktion darauf interpretiert werden können. Fangen wir das Video mit Gold an. Stabilisiert sich hier leicht über dem gestrigen Vortagestief, hier VTT, und noch kann letztendlich die 1300er Marke gehalten werden. Geht es unter die 1300er Marke, kann man damit rechnen, dass wir bis in den Bereich hier der 1284 bzw. 1271 fallen, solange eben die 1300er hält. Das 50er Retracement sollte nicht allzu viel an Unterstützung bieten. Es steht hier singulär im Raum. Es ist nur ein Retracement, was an dieser Marke ist. Natürlich kann er reagieren, aber es ist zu wenig, um daraus eine charttechnische Unterstützung zu machen. Und beziehungsweise es ist einfach keine, nur eine untergeordnete. Also korrektives Setup unter 1300 in den Bereich von 1283 oder sogar 1270. Hier unten werden dann Long- bzw. Bodenbildungsprozesse interessant. Ansonsten im kurzfristigen Rahmen, wenn wir uns das mal auf dem H1-Chart angucken, dann sehen wir durchaus, dass auch wenn er diese kleine Seitwärtsphase, die er jetzt hier ausbildet zwischen dem Vorwochentief und dem Vortagestief, sieht man eigentlich sehr schön, wie er so hin und her pendelt, selbst wenn er die eben bullisch bricht, ist es eben noch so, dass wir hier im Bereich der 13,15 durchaus limitiert sind. Das heißt, wirklich interessant für den Long wird es vermutlich erst hier wieder über diesem nächsten Hoch. Wenn er dieses komplett neutralisiert hat über 13,23, dann hätten wir erstmal wieder die Möglichkeiten. Das heißt, solange er sich jetzt zwischen 13,23 und 13,02 aufhält, ist es so, dass wir hier von einer Seitwärtsphase ausgehen, und bricht er die ein oder andere Marke, sollte er hier das nächste Momentum zumindest ausbilden können. Und das so zum Thema Gold. Brent in der Form weiterhin stark abwärts. Hier gibt es zwei Möglichkeiten heute. Einmal ein Short unter der 106,91er Marke und ein Long über der 108,11er Marke. Der Long ist tendenziell gegen das übergeordnete Momentum, aber wir sind schon relativ ausgebombt und das rechtfertigt auch den Long. Wenn man nämlich bedenkt, dass wir hier übergeordnet auf dem Tageschart auch noch hier in dieses letzte Tief kommen, wäre der Long damit durchaus zu rechtfertigen. Zumindest als kurzen Trade im Sinne eines kurzen Durchbruches, vielleicht als Scalp bis in den Bereich dieser Hochpunkte bei knapp 109,14 US-Dollar pro Barrel Brent. Diese zwei Varianten. Sollte er hier im Übrigen auch diese untergeordnete Seitwärtsphase bärisch brechen, würde er damit noch nicht dieses Tief hier brechen, das wir ausgebildet hätten. Und daher muss man diesbezüglich das noch leicht anpassen,
Und deswegen ist die Marke hier, die wichtige nach unten, nicht die 106,91, sondern die 106,81. Das nur als Hinweis. Im Euro-US-Dollar gehende Seitwärtslehre, Vorwochenschluss, Vortagestief, da prallen wir aktuell ab. Heutige Begrenzung, Vortageshoch, Vorwochenhoch im Bereich der 1,3640, 1,3650 liegt eng beieinander. Sollte es unter das Vortagestief gehen, kann man davon ausgehen, dass wir hier zum Vorwochentief fallen, hier in diesem Bereich. Und sollte das nicht halten, wäre die 1,3510er, 1,35er Marke so in dem Bereich hier im Fokus. Aber heute keine Short-Position, noch zu starke Unterstützung. Und aktuell keilt er sich auch hier so ein bisschen ein. Ähnlich wie der Euro-Yen, aber zu dem kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal britisch Pfund US-Dollar. Wir hatten ja hier gesagt, hier ist eine relativ starke Unterstützung schon in dem Bereich. Gucken wir mal. Der übergeordnete Chart ist noch weiterhin long. Wir sind zwar, was die Bewegung hier angeht, schon sehr, sehr überdehnt, aber der Trend ist noch intakt. Völlig in Ordnung von Bewegung und Konsolidierung. Wenn wir uns auf dem Tageschart uns das Ganze mal ansehen, dann ist er dabei, hier nicht nur dieses letzte Hoch zu testen, sondern auch eine interessante Unterstützungszone. Zum einen dieses Level und zum anderen dieses. Und deswegen haben wir begonnen, so gesehen, mit einer ersten Tranche hier in den Markt zu kaufen. Er kann noch fallen bis da 1,7030 oder sogar 1,6975. Wichtig ist halt nur, dass er nicht unter die 1,6919 fällt, weil dann wird es langsam kritisch, weil dann würde er zumindest die Ausbruchstief hier brechen. Ansonsten, das ist hier in dem Bereich, da sollte er spätestens drehen, aber untergeordnet, und das interessiert uns ja auch, nähern wir uns hier einer stärkeren Unterstützung, 1,7060, 1,7030, das ist hier durchaus heute eine starke Unterstützung. Neuseeländisch Dollar, US-Dollar, auch hier interessantes Setup für ein Korrektur-Trade. Schöne Mehrfachunterstützung im Prinzip hier von dieser bullischen Flagge, die wir getriggert haben. Dann von dieser bullischen Flagge, die aktuell so gesehen das Pullback auf diese ehemals gebrochene Flagge darstellt. Ist eigentlich ganz schön, man hat praktisch nach dem Ausbruch der Flagge die Korrektur in Form einer weiteren bullischen Flagge. Eigentlich ein schönes Marktmuster, schöne Symmetrie an dieser Stelle oder Harmonie. Alles in allem gute Chancen anzusteigen, sollte nicht tiefer als in den Bereich von hier 0,8770, 0,8765 gehen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir wieder zurück in den Bereich von 0,8713 fallen. Das heißt, Unterstützung hier sollte eng gestoppt werden, also maximal machen wir das gleich mal rein in den Chart, dann kann man das auch nachvollziehen. So, dass man hier spätestens so unterm 61er das Ganze platziert. Das ist so die Variante, und die Position kann dann aufgestockt werden, wenn wir hier dieses letzte Hoch dann nochmal überwinden, wenn wir es brechen würden. Das zum Thema NZD US-Dollar. Euro-Yen, kommen wir zu dem zu sprechen. Wo ist er? Untergeordnet scheint das hier durchaus eine interessante Sache zu sein. Haben wir auch einige E-Mails bekommen, aber nur als Hinweis, diese ganze Situation findet immer noch innerhalb dieses Keils statt. Und daher ist es mit Vorsicht zu genießen, untergeordnet vielleicht ein Setup, ja. Aber alles in allem muss man sagen, der Chart keilt sich hier zusammen. Und selbst wenn er im Prinzip das hoch triggern würde, entscheidend ist letztendlich hier immer noch der Keil, der beim Bruch das nächste Signal erzeugt. Euro-Australisch-Dollar, genau, Seitwärtsphase auch hier aktuell. Wir pendeln momentan zwischen dem Vorwochentief, 1,4430, und dem Vorwochenhoch, 1,4560. Und erst da könnte man auf die Idee kommen, das Ganze zu traden. Sicherlich, da gibt es einige Möglichkeiten, aber hier gibt es noch das 1,46er Level als Widerstand und als Unterstützung das 1,44er Level. Das heißt, er ist seitwärts, hier bahnt sich was an, ein Ausbruch definitiv. Denn man sieht, der Markt läuft schon sehr, sehr lange im Prinzip hier in einer Seitwärtsphase. Und da ist natürlich der Long-Ausbruch als auch der Short-Ausbruch interessant. Aktuell haben wir ein leichtes bullisches Marktmuster. Aber nichtsdestotrotz würde ich abwarten, bis hier diese gesamte Seitwärtsphase ausgehebelt wird. Das gleiche gilt auch für den britisch Pfund australisch Dollar. Der ist allerdings ein wenig bullischer. Den müsste ich ganz rechts haben. Britisch Pfund. Genau. Das ist dieses Flaggensetup, das wir schon vorgestellt haben. Long wird es hier interessant. Wir haben so gesehen eine Flagge in der Flagge. Auch das nicht so häufig gesehen.
sieht man jetzt nicht ganz exakt, aber man hat praktisch hier nochmal eine Flagge in der Flagge so gesehen implementiert. Und auch hier gehen wir davon aus, dass wenn dieses letzte Hoch hier bei 1,8252 durchbrochen wird, zu einem Aufwärtsschub führen sollte bis in den Bereich der 1,8372er Marke. Weiterhin hier Long. NZD kanadisch Dollar, auch hier eine schöne Long-Möglichkeit, wenn sich denn das ergibt. Aktuell in der Seitwärtsphase 0,9280, 0,9473. Und der Bruch nach oben wäre hier ebenfalls sowohl untergeordnet als auch übergeordnet. Ein schöner Durchbruchstrade. Man könnte noch hier zusätzlich diese Trendlinie hinzunehmen. Das ist nämlich aus dem Tageschart das bullische Flaggen-Setup. Na? Jetzt haben wir es. Und das wäre dann, wie gesagt, eine leichte Modifizierung des Setups. Das wäre dann also nicht über 0,9480, sondern in dem Fall über der psychologischen 95er, weil wir da nicht nur die psychologische Marke mitnehmen, sondern auch noch hier diese Trendlinie. Das zum Thema Währungen, zum Thema Indizes. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Während der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreichen konnte, sehen wir hier nochmal im Chart, konnte hier bis auf 17.089 Punkte ansteigen, gelang das dem S&P nicht. Der Nasdaq hat keine neuen Allzeithochs gemacht gestern, aber dafür neue Jahreshöchststände, zog also mit. Was wir hier aktuell sehen, ist, dass der S&P da hinterher hinkt. Und da gibt es momentan eigentlich nur zwei Setups, die man hier sinnvollerweise spielen kann. Das ist zum einen der Split in den Bereich von 1.969 Punkten, hier so ungefähr rein. Na, jetzt ist es weg. So. Ja, heute will die Software nicht so ganz, aber das muss auch mal sein. Erstmal hier unten der Split, 1969, 1962, Stop unter diesem Tief. Man hätte dann also, wenn das so umgesetzt würde, ein Einstieg bei ungefähr 1,69, von 1965, das wäre hier so ein 10-Punkte-Stop. Die etwas weitere Stop-Variante, gleich mal einzeichnen, sonst geht das unter. Das ist die eine Variante hier, da zu stoppen. Man könnte auch die weitere Variante nehmen unter diesem Level. Also es ist dann je nachdem, wenn man im Prinzip hier 10 oder 9 Punkte riskiert. Hier nach oben haben wir 21, das ist schon ein hervorragendes CRV. Sollten wir mehr riskieren, dann sind das 16 Punkte, 16 Punkte zu 21, das mindert halt schon das Chance-Risiko-Verhältnis. Ist also auch eine Frage, ob man eher auf Trefferquote oder CRV tradet. Das wäre eine Möglichkeit im S&P. Nasdaq, keine Shorts, hat hier frische Jahreshochs gemacht. Ist zu gefährlich, wäre eher sinnvoller, hier auf einen Ausbruch zu warten. Noch fehlt es an Momentum. Das wäre hier bzw. über diesen Hochpunkten der Fall. Und dann könnte man hier insgesamt einen 16, 17 Punkte Stop nehmen und das Ganze dann long traden. Wenn er konkret über 3.936 Punkte geht, gucken wir uns nochmal den DAX an. Ja, da gibt's noch, ja, da wollte ich noch einige Level Ihnen mitgeben. Unterstützungen heute, 9.750 Punkte. Geht es darunter, muss man damit rechnen, dass wir in den Bereich des gestrigen Vortages Tiefs fallen, 9.688 Punkte. Gap Close nicht ausgeschlossen, 9.615 noch auf der Unterseite, auf der Oberseite heute ganz klar die 9.794er Marke, 8.036 und 9.900 Punkte, so rum ist richtig. Also hier diese 9.760, 9.840, 9.900 Punkte. Ja, jetzt haben wir es auch nochmal hier besprochen. Das sind so die Marken, in denen er sich aufhält. Allerdings Hinweis, der Dow Jones, der Nasdaq, der S&P, die reagieren stärker auf Long-Impulse als der DAX aktuell. Und daher ist es sinnvollerweise besser, vermutlich Long-Positionen in den amerikanischen Indizes zu spielen. Aber das nur als Randinfo. Gut, das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören uns dann wie gewohnt heute Abend wieder. Good Trades, wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.